so bitte ich um Schutz für mich und meinen Kanal. Und wer gerne auch Schutz möchte, kann dies jetzt für sich tun und einfach darum bitten. Und so beginne ich mich in die Smarana-Energie hinein zu begeben. Öffne meinen Kanal und lass ihn ausrichten von meinen begleitenden Engeln. Und schon fließt die vollkommene Liebe Gottes zu uns ein. Mit dieser Energie werde ich jetzt für dich channeln. Und so rufe ich die hohen Räte des weißen Lichtes und ich bitte um die Botschaft, welche uns hilft, alles zum Guten zu führen. Einströmt das Licht der Wirklichkeit, einströmt die vollkommene Liebe aus den Feldern von Smarana. Die hohen Wesen versammeln sich um dich herum. Und das Energiefeld ihrer Liebe berührt deine Aura. Erlaube dir, dich ganz tief fallen zu lassen und die Energien anzunehmen, welche dir überreicht werden. Die Energien tragen dich und du spürst, wie du bereit bist, dein Herz zu öffnen. Du spürst, wie du bereit bist, die Botschaft in Empfang zu nehmen. Die hohen Räte des weißen Lichtes sprechen zu dir. Geliebtes Menschenkind, du befindest dich in der Übergangsphase, in der Zeitphase, die du dir so sehr gewünscht hattest. Und jetzt entdeckst du, dass diese Zeitphase sehr schwierig ist, denn sie fordert dich heraus, zu dir selbst zu stehen, deine eigene Kraft zu erkennen und mit ihr zu wirken. Viele Menschen sind noch nicht so weit, ihre eigene Kraft zu leben. Und daher kommen die Schwankungen, welche sich seit einiger Zeit auf der Erde ergeben haben. Die hohen Räte des weißen Lichtes möchten dich daran erinnern, aus der Bewertung herauszugehen, auch aus der eigenen Bewertung von dir selbst und in deinem Herzen danach zu suchen, was deine Seele dir zuflüstert.
Denn alles, was die Seele sagt, ist zu deinem höchsten Wohle. Darauf kannst du dich immer verlassen. Und so höre auf diese Stimme und höre auf diese Impulse. Bleibe in deiner Mitte und erkenne, dass wenn du in deiner Mitte bist, du die Anbindung an deine Kraft spüren kannst und aus dieser Kraft heraus, geliebter Mensch, kannst du jetzt in diesem Moment alles auf der Erde verändern. Aus deiner eigenen Kraft, aus deiner Seelenkraft, aus deiner Mitte heraus. Es reicht, wenn du dir nun vorstellst, dass die Krise vorbei ist, dass alle Menschen gesund sind, dass das Virus, vor dem ihr solche Angst habt, euch nichts anhaben kann. Es wird weiter existieren. Aber ihr schenkt ihm keine Beachtung mehr und so wird es an Kraft verlieren. So stelle dir nun mit deinem inneren Auge Bilder vor, wie es für dich sein wird, wenn du wieder ganz frei bist, wenn das Virus uninteressant ist, alle Menschen gesund sind, und wir dadurch dem Aufstieg einen großen Schritt näher gekommen sind. Denn all das ist der Sinn von dem, was gerade geschieht. Die Menschen haben die Wahl zwischen einem goldenen Gefängnis und der neuen Erde. Und dies zu erkennen, ist die Schwierigkeit, ist die Lernaufgabe, welcher jede einzelne Mensch jetzt in dieser Zeit lösen sollte. Und nun frage dein Herz, was ist für dich richtig und gut? Und empfange die Bilder, welche sich nun vor deinem dritten Auge manifestieren. Und dann bitte deine Seele, dir ebenfalls Bilder zu zeigen von der neuen Erde, wo alle Menschen in Frieden und Achtsamkeit zusammenleben, wo die Trennung nicht existiert, wo die Gemeinschaft und das Zugehörigkeitsgefühl, das Zugehörigkeitssein für alle Menschen normal ist und dadurch Frieden, Liebe und Fülle und Heilung überall auf der Erde geschieht. Lasse die Bilder entstehen in deinem Herzen. Wir werden sie mit der Liebe Gottes segnen, denn diese Bilder manifestieren die neue Erde und geben dir und allen Menschen die große Kraft, im Aufstieg eine große Stufe weiterzukommen. Und so löst sich alles, was durch Angststrukturen dir aufgezwungen wurde,
jetzt in Liebe und Licht auf. Und dies geschieht auch für alle Menschen, welche sich danach sehnen, nach einem normalen Leben, welche sich danach sehnen, zu erwachen, welche das hohe Bewusstsein sich herbeiwünschen. All dies wird durch die Segnungstropfen verstärkt und in der Energie angehoben. Wir, die hohen Räte des weißen Lichtes, unterstützen dich und alle Menschen bei dieser Manifestation, denn dies ist deine Kraft, dein Werkzeug, und wir bitten dich, dieses Werkzeug zu nutzen, sodass die neue Erde entstehen kann und alle Menschen zusammenbleiben, alle Menschen erkennen, dass das, was jetzt gerade geschieht, eine Illusion ist und dass das, was sie mit uns zusammen manifestiert haben, die neue Realität ist. Und so bedanken wir uns bei dir für deine Liebe und für dein Licht. Du hast wundervoll mit uns zusammengewirkt und alles wird geschehen, so ist es, zum allerhöchsten Wohle. Und so verabschieden wir uns von euch. Die Energie der Kraft und der Liebe bleibt dennoch heute bei dir. Sie wird dich unterstützen und führen und schützen. Und so komme in deiner eigenen Geschwindigkeit wieder in das Hier und Jetzt zurück. Bewege Hände und Füße und sei wieder ganz da.